bereits Interesse geäußert. In dieser Situation ist es erforderlich, sofort zu handeln. Sicher. Nein, ich denke nicht, dass wir uns in diesem Bereich irgendwelche Sorgen machen müssen. Wichtig ist, dass wir jetzt am Ball bleiben. Naja, also ich habe meine Assistentin die Bücher prüfen lassen und es sieht alles hervorragend aus. Ja, also der aktuelle Börsen... Ach, Wellner. So schlimm? Nicht jeden hier interessiert das Geschäftsleben anderer Leute. Das kann ich Ihnen garantieren, Herr Hartmann. Dafür wurde gesorgt. Und glauben Sie mir, mit diesem Geschäftsabschluss, da machen wir einen riesen Schritt nach vorne. Entschuldigung, könnten Sie bitte Ihren Freund darauf hinweisen, dass uns ein lautes Telefonat stört? Sicher. Vielleicht kann er ja nach draußen gehen und dort weiter telefonieren. Den wünsche ich Ihnen auch. Gibt's ein Problem? Ehrlich gesagt, ja. Uns stört Ihr lautes Telefonat. Was denn für ein Telefonat? Es soll ja Leute geben, die sich in einer Nichtraucherzone über Raucher beschweren. Arschloch. Was war das? Was war was? Was Sie gerade gesagt haben. Ich habe dir nichts zu sagen. Arschloch. Jetzt reicht's. Komm, Rainer. Wir gehen. Der Klügere gibt nach, was? So und nicht anders. Auf uns. Von deiner Frau? Allerdings. Sag ihr, es wird später. So, einmal den Salat für die Dame und das Steak für den Herrn. Der Name ist Meyer, mit EI. Können Sie sich schon mal merken. Haben Sie vielleicht diese beiden jungen Herren weggehen sehen? Ach, die beiden? Die sind schon weg. Naja, Sie kennen ja die Jugend von heute. Nun denn, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Das Steak ist blutig, ja? Englisch, so wie Sie es gewünscht haben. Das will ich auch hoffen. Können gehen. Guten Appetit. Kommen Sie mal her. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will ein neues Steak. Wie bitte? Ja, diesem Steak hier fehlt es an Salz. Der Geschmack bleibt völlig auf der Strecke. Vielleicht sollten Sie noch ein bisschen mehr davon probieren. Ich meine, geben Sie doch dem Geschmack ein wenig Zeit, damit er sich entfalten kann. Werd ich jetzt wie einer aus der Arbeiterklasse behandelt oder was ist los? Ich bin nur der Meinung, Sie wollten doch Salz holen, oder? Sehr wohl. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, dieses hier, das geht aufs Haus. Saftladen. Gutes Personal ist schwer zu finden. Und was genau meinst du jetzt mit Meerstern? Du kennst doch sicherlich eine gewöhnliche Sternschnuppe, ja? Glaub mir, vom Dorf komme ich nicht. Also, ein Meerstern ist etwas Ähnliches. Wenn ein Meteor aus dem All runterfliegt, dann verdampft dieser normalerweise in sehr großer Höhe und daraus ergeben sich Leuchtspuren, die wir als Sternschnuppen kennen. Wenn nun aber dieser Meteor groß genug ist und nicht sofort verdampft, sondern stattdessen anfängt zu brennen, dann bildet er die Grundlage für einen Meerstern. Ist denn das Gestein überhaupt fest genug? Das Gestein? Ja, na, von der Konsistenz. Ja, auf jeden Fall. Die Meteore, die Meersterne bilden, bestehen aus einem ganz besonderen Mineral. Frag mich jetzt aber nicht, aus welchem, das habe ich schon wieder vergessen. Naja, jedenfalls fällt dieser Meteor also ins Wasser. Wenn er heiß genug ist, also so richtig brennt, dann kann er ja nicht sofort abkühlen. Sicher. Und das Meer ist auch nicht kalt genug, um das Feuer sofort zu löschen. Klar. Was passiert also? Der Meteor bricht auf. Er bricht auf? Echt? Echt? Das Beste kommt aber erst noch. Im Inneren des Meteors befindet sich eine starke Lichtquelle, die noch minutenlang anhält, ähnlich wie bei einem Stern am Himmel. Und weil sich dieser Stern im Meer befindet, nennt man ihn... Meerstern. Macht eh Sinn, Harald. Wir haben ein Problem. Was ist denn los? Der war eigentlich zum Kochen gedacht. Der Gast von Tisch 1, der beschwert sich über das Essen und möchte Salz haben. Was sagst? Ja, er will Salz für sein Steak haben. Wie? Der hat jetzt einfach so gesagt, dass er Salz haben will. Naja, eigentlich hat er gesagt, dass er ein neues Steak haben will. Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast? Womöglich hat es sich einfach versprochen. Ja, vielleicht fehlt ihm ja einfach nur die nötige Würze? Erst, meine Steaks, die sind immer perfekt, Tim. War ja nur eine Vermutung. Leute, wir müssen was tun. Hey, du! Willst du immer noch Salz? Ja, kann man so machen. Hast du ein Rad ab? Was würdest du denn bitte machen? Du kannst an eine solche Sache nicht so stürmisch rangehen, Peter. Du musst dich in die Lage des Gastes versetzen. Ihn höflich fragen, weshalb genau er unzufrieden ist. Sei zuvorkommend und bewahre Ruhe. Das ist sehr wichtig. Der Gast möchte das Gefühl haben, dass seine Beschwerde ernst genommen wird. Und wenn du ihn dann besänftigt hast... Hier hast du das Salzwitschgeschäft. Haben wir es dann? Was? Haben wir es dann? Du hast echt kaputte Gedanken. Und Harald? Gibst du nach? Ah, Geschleichte. Ganz offensichtlich stehen wir hier vor einem Dilemma. Wichtig ist es, dem Gast bewusst zu machen, dass er ein Kunstwerk kritisiert hat. Ganz gefährlich. Wir Künstler müssen uns allerdings mit dieser Kritik auseinandersetzen. Da führt kein Weg vorbei. Andererseits darf man auch nicht so nachgiebig sein. Sonst nutzt der Gast ein Entgegenkommen aus. Guten Abend. Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Guten Abend. Oh, die Chefetage lässt sich auch mal blicken. Wie ich hörte, haben Sie Salz bestellt. Ja, zum 1000. Male. Ist das so schwer zu verstehen? Darf ich fragen, weshalb Sie das Salz brauchen? Ja, haben wir heute den Der Kunde ist Arschloch-Tag oder was? Ich möchte dieses Essen mit einer kleinen Prise Salz auf ein gewisses Geschmacksniveau heben. Nun, ich möchte Ihnen etwas sagen. In meinem Restaurant bereiten wir die Speisen so zu, wie sie schmecken sollen. Jedes Gericht ist ein Kunstwerk und einzigartig. Jede Geschmacksnote ist bis ins kleinste Detail geplant. Und wir streben die absolute Perfektion an. Jede Zutat wird genauestens auf ihre Kompatibilität zum Menü überprüft und erst nach langer und reifer Überlegung hinzugefügt. Jede Komponente ist ein Teil des Essens. Und würde eine fehlen, dann würde das Gesamtwerk in sich zusammenfallen. Als ob das Fundament eines Hauses auf Sand gebaut wäre. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, keine Ahnung, wovon Sie reden. Nein, 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 hören Sie mir zu. Sie sind heute Abend Gast in meinem Restaurant und haben ein Menü aus der Karte ausgewählt. Und nun unterstellen Sie mir, dass eine einzelne Komponente dieses Essens entweder fehlerhaft oder nicht vorhanden ist. Was nahezu gleich schlimm wäre, weil in beiden Fällen das Gesamtwerk fehlerhaft wäre. Aber ich will Ihnen jetzt kurz einmal etwas sagen. Es ist nicht fehlerhaft. Das Essen geht heute Abend aufs Haus. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen schmecken wird. Allerdings dürfen Sie danach mein Restaurant nie wieder betreten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Habe ich euch eigentlich schon vom albanischen Albino-Esel erzählt?